Das Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Im letzten Video habe ich euch ja meine Tischkreissäge gezeigt. Ist eine richtig coole Maschine. Um dieses schöne Teil wird es heute aber nicht gehen. Davon gibt es ein eigenes Video, das verlinke ich euch mal oben rechts im Eck. Heute zeige ich euch mal meine alte Bandsäge. Die hier, das ist eine alte Otto Buch Bandsäge. Die hat viele, viele Eigenheiten, ist ziemlich alt. Und ich denke, vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant, mal zu sehen, wie so eine alte Bandsäge ausschaut, aufgebaut ist und funktioniert. Als erstes vielleicht mal, wie bin ich zu dieser Bandsäge gekommen? Gerade bei so alten Maschinen ist es immer wieder ein tolles Thema. Ich habe auf eBay Kleinanzeigen geschaut und habe gesehen, da verkauft hier jemand eine Bandsäge. War aber kein Bild drin. Ich habe mir die Anzeige durchgelesen und da stand halt Starkstrom. Und ich habe mir überlegt, so eine alte Bandsäge mit Starkstrom, die kann man sich mal anschauen gehen, war nicht weit weg. Und da habe ich hier dieses Prachtstück gesehen. Das ist wirklich genau das, wonach ich gesucht habe. Es hat einen riesen gusseisernen Rahmen, aber es ist halt nicht so eine große alte Bandsäge. Und damit ihr das Teil jetzt noch besser sehen könnt, werde ich sie mal freiräumen. Ihr seht, die ist super, super stabil. Das ist hier dieser C-Rahmen. Das sieht man normalerweise nur bei diesen alten Brennholzsägen. Die haben dann genau das gleiche hier, das System nur in groß. Und das habe ich halt vorher noch nirgendwo anders gesehen. Schreibt mir gerne mal, ob ihr dieses System hier kennt. Das hier oben ist das Plate Tracking. Das können wir da ein bisschen einstellen. Und hier ist die Spannung. Die Spannung ist auch super easy. Ich muss dazu sagen, ich entspanne das Blatt nie. Die Spannung bleibt immer drauf. Und hiermit könnt ihr dann das Tracking einstellen. Aber das zeige ich euch gleich nochmal. Wir sehen also hier den Rahmen, hier unten ist noch eine Kabeldurchführung, zum Strom werde ich gleich auch noch was sagen. Und hier sehen wir noch die Blattführung, die werden wir uns gleich auch noch anschauen. Hier vorne kann man einfach die Abdeckung öffnen und ihr seht auch schon, das ist eine halbe Abdeckung nur, denn man kann theoretisch in die Maschine reingreifen. Macht sollte man natürlich nicht. Wir haben auch schon viele geschrieben, dass ich da eine Abdeckung dran machen soll, aber ich sehe dafür derzeit keinen richtig wichtigen Grund. Ihr seht, ihr könnt hier ein richtig massives Blatt drauf bringen und ihr habt dann auf dem Rad noch einen Anschlag. Das ist ganz praktisch, wenn ihr wirklich große Blätter einspannen möchte. Das geht hier nämlich. Und ihr habt hier so eine Korkschicht. Die ist zum Glück noch komplett ganz, aber ein bisschen eingelaufen. Werde ich euch gleich zeigen, was ich damit meine. Ich werde das Blatt noch ein bisschen weiter entspannen und werde es dann mal runterholen. Und jetzt seht ihr nämlich hier schon ein paar Sachen, da gibt es auch gleich nochmal einen kleinen Tipp. Also das hier ist das obere Blatt und hier seht ihr die Einstellung. Man kann das Blatt ein wenig schief stellen. Gut, soweit wird es niemals kommen. Das geht schon mal ganz leicht, das kann man halt hier hinten mit der Schraube einstellen, aber die Schraube, die war immer so ein klein bisschen verbogen. Diese Konterschraube, alle haben gelacht, dass ich beim Sägen öfters mal ein bisschen nachstellen muss. Jetzt kommt ein kleiner Tipp, wenn ihr euch eine Bandsäge kaufen möchtet, die auch alt ist. Lager sind ja immer so ein Thema. Und um zu schauen, ob die Lager noch gut sind, könnt ihr einfach mal das machen. Man hört die Lager ein klein wenig. Ist doch abschmierende Bild. Moment. Das wäre jetzt die Premiere. Das wäre jetzt die absolute Premiere. Was ich sagen wollte, ihr könnt hier schauen, ob die Lager noch gut sind. Hören sich noch okay an. Ich schätze mal, dass die Bandsäge so aus den 60er Jahren ist. Warum ich darauf komme, werde ich euch auch gleich noch sagen. Ich habe gerade gedacht, dass hier ein Abschmiernippel wäre, aber ich glaube nicht, dass da was ist. Das hier müsste eigentlich geschlossen sein, aber das hier habe ich auch noch nicht aufgeschraubt. Das bedeutet, falls ihr euch eine alte Bandsäge kaufen möchtet, könnt ihr diesen Trick erstmal anwenden, um zu schauen, ob das noch leicht gängig ist. Die Höhen bzw. der Spannmechanismus ist auch ziemlich cool, wie ich finde. Denn der läuft einfach über hier dieses extrem massive Stück Rundstahl. Und das ist hier noch festgeschraubt. Und damit könnt ihr das einfach alles nach oben und nach unten kurbeln, um dann somit das Blatt zu spannen. Läuft auch richtig gut. Das ist so ein Punkt, den ich an der Maschine echt liebe. Wir haben hier einen Tisch, den kann man auch drehen. Das werde ich jetzt aber nicht machen, weil ich den eigentlich gerade schön eingestellt habe. Aber nur für euch, es ist möglich, dass man drehen kann. Und wenn wir jetzt weiter runter schauen, sehen wir auch weiterhin, dass das alles noch ziemlich massiv ist. Und hier ist das Abtriebsrad von der Übersetzung. Ich glaube, das hat der Vorbesitzer von einer Waschmaschine irgendwie da drauf geknaubt. Denn das sieht so aus. Ich glaube nicht, dass das originale Rad war. Aber wer weiß. Jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Speziell, wenn ihr euch auch so eine Bandsäge kaufen möchtet. Und jetzt sage ich euch auch, warum ich denke, dass die schon so alt ist. Die hat ja unten nämlich Gleitlager verbaut. Und die Gleitlager
wurden ab einem gewissen Jahr nicht mehr wirklich oft verbaut. Das zeigt mir halt einfach, dass die Maschine alt ist. Und generell sieht sie auch einfach schon Asbach uraltmäßig aus. Und genau in dieser Öffnung war, als ich sie gekauft habe vom Vorbesitzer, dessen Vater verstorben war, waren nur noch Sägespäne drin. Ich habe da dann irgendwann mal wieder Fett nachgefüllt. Und das ist so ein Punkt, das solltet ihr immer wieder mal machen. Hier ist jetzt auch nicht mehr so viel drin, aber behaltet das mal im Auge. Ist für euch ein guter Indikator, ob der Vorbesitzer die Maschine auch gut gepflegt hat. Für diejenigen, die dieses System nicht kennen, das war auch bei meiner Drechselbank so. Ihr habt hier zwei Halbschalen, wobei ich mir in diesem Fall nicht so sicher bin, weil ich es noch nicht aufgemacht habe. Ach, da steht hier was drauf. Ich schätze aber, dass da zwei Halbschalen sind, die man dann von der Seite hier reinschiebt. Und auf jeden Fall sind die super stabil. Bei Saarstahl sind auch Gleitlager und mit den Walzen pressen die halt Stahl flach und walzen das somit. Das sind einfach super stabile Lager, stabiler als Kugellager. Und die nutzen sich irgendwann immer ein bisschen ab und hier drückt sich dann irgendwann das Fett raus. Also deswegen ist das auch eine Verbraucherschmierung. Das müsst ihr immer, irgendwann immer mal wieder nachfüllen dort hinten das. Ihr seht hier schon eine obere Blattführung. Die habe ich in einem eigenen Video mal plan gedreht. Das werde ich euch oben rechts mal verlinken. Und jetzt kommen wir zum großen Problem bei dieser Bandsäge. Und das sehen wir hier unten. Denn hier unten sehen wir keine Blattführung. Nur hier dieses Teil mit dieser coolen alten Schraube und das hier nur dieses Stück Holz, gegen das das Sägeband immer gedrückt hat. Aber eine richtige Bandführung finden wir hier nicht. Das ist so ein ganz klassischer Punkt, bei dem ich super dankbar bin bei dieser Maschine, denn ich wollte schon super lange so eine alte Bandsäge und wenn ich den Platz gehabt hätte, hätte ich mir auch wahrscheinlich so eine alte Brennholzsäge oder halt wirklich eine alte Säge geholt. Und hätte ich die hier nicht gehabt, hätte ich nicht gewusst, dass man da mal vielleicht runterschauen sollte, ob da überhaupt eine Blattführung ist. Denn ich habe dann vor ein paar Monaten auch schon mal geschaut bei den alten. Da haben viele keine untere Blattführung. Ist für euch auch ein Tipp. Ich würde euch auf jeden Fall eine untere Blattführung empfehlen. Bei den neueren Maschinen habt ihr das auch, nur bei diesen alten habt ihr das teilweise nicht. Ha, die Tür kann man übrigens aushängen, ne? Ich zeige euch das mal. Uah. Toll, oder? Auch bei dieser Bandsäge oder bei dieser Maschine in meiner Werkstatt haben wir wieder den klassischen Sicherheitsschalter nicht. Funktioniert aber ganz gut. Bei so einer Maschine würde ich halt echt gerne mal wissen, wo sie, als sie neu war, das ist ja Jahrzehnte her, wie die Werkstatt ausgesehen hat, wo sie gestanden hat oder ob die dann schon auch auf diesem Gestell hier gestanden hat. Das ist nämlich ein hölzernes Gestell mit einer schönen massiven Holzverbindung und ist super stabil. Kann man einfach nichts anderes dazu sagen. Angetrieben wird diese Bandsäge übrigens hier von diesem 2,2 Kilowatt Elektromotor. Der hat Starkstrom und der ist hier gelagert. Ist das Metall? Ach, das ist hier Metall. Ach, der hat sogar Spannhülse. Das ist ja geil. Und noch ein weiterer Luxus. Das ganze Gestell hier steht auf Holzrädern. Das heißt, man kann erahnen, wie man sie durch die Werkstatt kullern kann. Zwischenzeitlich komme ich jetzt mal aber noch zu einem ernsteren Thema, was für euch wirklich wichtig ist, wenn ihr euch so eine Bandsäge holen möchtet. Schaut am besten mal, ob der FI rausfliegt, wenn ihr den Motor in einen Stecker, einen neuen Stecker reinsteckt, der auch FI hat. Denn solche Maschinen stehen dort, wo es seit 50 Jahren gleich aussieht und da ist halt die Elektronik auch noch veraltet und die haben in den meisten Fällen keinen FI. So war es bei meinem Großvater, ist es bei meinem Großvater, der übrigens nicht mehr lebt, sonst wäre das auch schon anders. So war es bei der alten Drechselbank und so ist es auch bei dieser Bandsäge. Was ist also passiert? Wenn ich diesen Starkstromstecker in einen Starkstromstecker reinstecke, dann fliegt jedes Mal das schöne blaue Teil da unten und zwar der FI. Was haben wir dagegen getan? Gut, ich hatte den Luxus, dass ich schon mal eine Drechselbank hatte, die dann nicht mehr gelaufen ist mit FI. Aber der Motor war noch okay. Wir gingen davon aus, dass da so leichte Fehlerströme waren, die halt schon ausgereicht haben, um den FI auszulösen. Was haben wir jetzt getan? Also das bedeutet, ich habe hier zwei Steckdosen, die nicht an den FI, also an den Fehlerstromschalter, angeklemmt sind. Das ist zu einem hier diese Steckdose. Da ist jetzt auch derzeit die Bandsäge drin, da war früher die Drechselbank drin. Und das bedeutet, an dieser Steckdose ist kein FI. Also wenn da irgendwie was durchschmort, schmort es euch auch durch, wenn ihr an den Motor packt. So habe ich das auf jeden Fall mal verstanden. Das solltet ihr unbedingt wissen. Deswegen, ich habe unten mich noch einen Kettenstemmer, den verkaufe ich. Der läuft mit FI. Das habe ich ganz explizit auch gesagt, damit ihr das wisst. Das ist nämlich wichtig, wenn ihr eine normale Verkabelung zu Hause habt. Außerdem habt ihr noch eine Kleinigkeit bei solchen alten Maschinen. Das sind halt hier diese Kabel.
die müsste man eigentlich neu machen. Eigentlich müsste man das machen, haben aber halt bis jetzt noch nicht. Das ist auch so ein kleiner Rat an euch, wenn ihr euch so eine alte Maschine anschaut. Macht es am besten sofort, sonst macht das nämlich nicht mehr. Und das hier vorne an der Bandsäge, hier sind noch diese, es sind keine Passschrauben in dem Sinne. Beziehungsweise doch, das ist eine Passschraube. Da war wahrscheinlich mal ein Anschlag dran, aber keine Ahnung, der war nie dabei. Und damit ich so ein paar Fragen vorgreifen kann, warum mache ich einen Anschlag nicht selbst? Ganz einfach dadurch, dass ich keine Blattführung unten habe und eine schlechte Blattführung oben, verläuft das Blatt halt immer ganz gerne, wenn man hier gerade einen Anschlag dran macht. Das bedeutet, ihr müsst eigentlich immer auch schräg sägen. Das seht ihr auch jedes Mal, wenn ich hier ein Brett auftrenne, dann schneide ich das Brett nicht gerade, sondern habt das immer so schief und dann habt ihr einen geraden Schnitt. Ich glaube, ich habe gerade so einen kleinen Denkanstoß. Und zwar habe ich ja eben gesagt, dass hier dieser Schalter, das ist nicht so der sicherste. Und was ich jetzt noch sagen wollte, ist, dass hier diese Tür, dass die nie ganz aufgeht, weil dort halt dieser Schalter verbaut ist. Und jetzt ist mir gerade eigentlich relativ spontan eingefallen, dass diese Bandsäge ja auch aus der Zeit stammt, wo es noch die Transmission gab. Das bedeutet, ihr hattet einen Motor im Raum und den habt ihr dann eingeschalten und die Transmission auf das Antriebsrad von der Bandsäge in dem Fall dann rübergeschoben. Und deswegen hat auch wahrscheinlich der Vorbesitzer ein anderes Antriebsrad dran gemacht, damit ihr das auch wisst. Ich werde euch mal einen Kanal verlinken. Der hat so eine alte Bandsäge, die könnt ihr euch mal anschauen. Da seht ihr auch die Transmission, wie er die rüber drückt. Der heißt Marius, weiß ich nicht. Nicht Marius Hornberger, irgendwie anders, ne? Als nächstes können wir auch wieder das Bandsägeblatt aufspannen. Das legen wir einfach drauf. Schau doch noch so Spezialblätter. Ui, die will ich eigentlich mal ausprobieren. Ey, komm, ich lass das drauf. Auch hier noch so ein kleiner Tipp. Wenn ihr euch Markenmaschinen kauft, dann könnt ihr dort gleichzeitig auch meistens noch die Bandsägeblätter kaufen. Aber meine Maschine ist ja ein wenig älter, wie man es auch schon unschwer sieht. Und da gibt es halt nicht mehr diese Standard-Sägebänder. Das ist aber überhaupt kein Problem. Die könnt ihr euch nämlich genau auf eure Maschine zuschneiden lassen. Und hier habe ich nämlich eine ganze Auswahl für diese Bandsäge. In allen Breiten. Das hier werde ich das nächste Mal drauf machen. Auf jeden Fall hole ich mir hier diese ganzen Bandsägebänder beim Sägeblatt-Shop. Und wenn ihr nicht so genau wisst, welches Sägeband ihr jetzt braucht, weil die haben auch solche spezielleren Bänder wie dieses hier. Ihr seht hier, das ist gar nichts. Das besteht mehr als aus Zahn als aus durchläufendem Blatt. Keine Ahnung, wie das hält. Dann könnt ihr dort ganz gerne anrufen. Wie gesagt, ich sage das jedes Mal super gerne, denn die Leute sind einfach so nett. Es ist einfach cool, mit denen auch zu telefonieren. Und dort könnt ihr euch eure Sägebänder bestellen. Ganz, ganz großer Tipp. Dort hole ich mir auch übrigens meine Kreissägebänder. Kreissägenband. Verstehst du? Ey, heute denke ich ja wirklich an alles. Die Leute, die mir wirklich aufmerksam zuschauen, haben schon gesehen, wie hier das Band einmal nach vorne gesprungen ist. Das war nicht so schön. Das liegt halt daran, dass hier diese Laufbahnen, ich weiß es nicht so genau, ein bisschen ausgelaufen sind. Und sich halt nicht mehr so ganz... Oh, leck, was ist jetzt los? Damit muss man leben, wenn man so alte Maschinen hat, ne? Katastrophe. Was ist dann aber los? Ich glaube, ich muss die noch anmachen und dann instellen. So, wisst ihr was? Ich werde jetzt die Maschine mal anmachen und sie mal laufen lassen. Das ist hier nämlich ein bisschen Trickssache. Jetzt seht ihr, dass ich das Sägeband relativ gut eingestellt habe, denn das läuft nur ganz zart hier gegen die Anlaufscheibe. Und das ist halt eben die gewisse Eigenheit, die ich euch eben erklärt habe. Da muss man manchmal ein bisschen nachstellen und manchmal verläuft es auch einfach. Und das muss man halt einfach annehmen, wenn es so eine alte Maschine ist. Die läuft halt einmal nicht so wie eine ganz brandneue, keine Ahnung, Holzmann-Bandsäge oder wie sie alle heißen. Was aber cool ist, ist einfach, dass man bei den alten Bandsägen, die hier die Blattführung meistens höher machen kann, als dass sie eigentlich schneiden können. Wir können ja mal was schnibbeln. Und ihr seht, wir haben jetzt hier sogar noch ein bisschen Luft. Schauen wir mal, wie die Bandsäge das hier vertragt. Und das hier ist halt mit so am coolsten bei diesen alten Bandsägen. Die sind halt super robust und da kann man eigentlich alles durchschmeißen, solange das Blatt noch einigermaßen scharf ist. Gut, das hier war jetzt Linde, aber trotzdem, das ist so hoch gewesen wie meine ganze Patschehand hier. Und ja, das ist ganz cool. Speziell für gerade Schnitte ist sie gut. Für kurvige Schnitte, habt ihr bestimmt schon gesehen, da ist sie dann irgendwann ein bisschen zickig, ne? Auch habt ihr jetzt gesehen, dass an meiner Bandsäge keine Absaugung ist.
der Fall drin. Eigentlich sollte da immer mal was dran, aber ich habe hier hinten noch kein Absaugsystem verlängert. Das ist auch ein Thema für ein eigenes Video dann irgendwann mal vielleicht. Vielleicht hast du jetzt noch Fragen oder irgendwelche Anregungen hier zu meiner alten Bandsäge. Auf jeden Fall würde ich gerne mal von dir wissen, ob du dir lieber eine alte oder lieber eine neue Bandsäge holen würdest, wenn beides gleich teuer wäre. Und wobei, nee, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Schreib mir einfach mal in die Kommentare, ob du eher auf so alte Bandsägen stehst oder auf neuere Maschinen. Das ist auf jeden Fall meine alte Bandsäge. Man muss sie mit Vorsicht wirklich genießen, speziell oben die Öffnungen sind halt offen, aber Leute, greift da nicht rein und ja, es ist, wenn arbeite ich nur damit. Das wollte ich hier an dieser Stelle nur noch kurz sagen. Schreib mir, wie gesagt, sehr gerne deine Meinung in die Kommentare. Ich lese alle Kommentare, das freut mich immer super. Und ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Video. Ciao.